nach Quadfort. Wir verabschieden ihn dort. Und schickt einen Boten zur Ober. Sagt ihm, dass sein Bruder tot ist. Willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu einer neuen spektakulären Folge Assassin's Creed Valhalla auf der PlayStation 5. Euer T, wie immer, für euch am Mic. Ja, ganz bitter. Wir mussten das letzte Mal hier gegen Ivar kämpfen. Ivar war der Verräter. Ivar hat Cherubert getötet und hat den Krieg gegen Rodri angezettelt, obwohl wir eigentlich Frieden geschlossen haben. Ein mieses Stück, das ich nicht zum, nicht zu Valhalla geschickt habe, sondern ich habe ihn diesen, ja, diese Ehre nicht gegönnt. So sieht's aus. So, hier haben wir noch, da ist noch ein bisschen Gold. Sprich mit Deolaf. Er ist im Langehaus im Quadfort. Eieiei. Ach, hier ist das. Okay. Wir könnten uns hier erstmal noch ein bisschen Gold gönnen hier, ne? So, gib mir mal meinen Plötze. Bisschen Gold holen wir uns noch und dann machen wir uns auf nach Hause. Das war ein harter Kampf gegen Ivar. Meine Güte, der war echt stark. So, komm Plötze, gib Gummi. Strippertanas. Ich hoffe, ich komme da irgendwie ran und muss da nicht lange rum. Da kommen wir nicht hoch. Wo ist das olle Gold? Da. Ach, wieder da unten irgendwo. Ein Fuchs. Nee, da habe ich keine Lust zu. So, dann reisen wir jetzt. Wir könnten hier natürlich noch synchronisieren. Weil das ist echt gut in der Nähe. Oh, hoffentlich kommen wir aus diesem blöden gebirgigen Land endlich mal raus. Das ist so nervig hier. Ach, da ganz oben. Sonst habt ihr auch keine Schmerzen. Okay, wir sind ja schon fast da. Komm. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin auch noch was, irgendwas Schönes hier. Mann, ihr sucht euch auch immer Stellen aus für eure Synchronisation hier. Zum Glück kann ich da gleich runterspringen. Der gute Wolfsmann hat auf jeden Fall Patex an den Händen. Der kann überall hochklettern. Auch wenn das noch so steil ist. Wow. So. Okay, da machen wir uns jetzt auf.
Ja, da ist irgendwo Gold unten unterirdisch. Das ist mir auch wurscht. Wir machen uns jetzt auf. Wo sind die? Ist denn die Karte da? So. Da haben wir. Da ist ein Hafen in der Nähe. Schnellreise. Oh, das geht ja mal schnell hier. Quadford. Na, wo steckt der denn jetzt wieder? Oh, das ist gut. Ah, wir sind voll, okay. Der da oben oder wo ist der? Tatsache. Das war ja oben irgendwo im Gebirge drin, ne? Dieses Langhaus. So, das ist noch den Eingang. Eivor, sei gegrüßt. Wieder trübt ein dunkler Tag unseren Sieg. Bischof. Ja. Ober. Er starb durch die Hand eines Britonen. Ich kann nur ahnen, welche Schande mein Bruder in seiner letzten Stunde gespürt haben muss. Ohne diesen Frieden... Ich erschlug ihn. Du? Nachdem Frieden geschlossen wurde, hat Ivar Ceolbert ermordet und es Rodrian gehängt. Um ja. Sich an ihm zu rächen. Und woher weißt du das alles? Er hat es mir selbst gesagt. Ich bin ein großer Freund der Wahrheit, Eivor. Aber das... Es ist schwer, das zu hören. Ist er gut gestorben? Wir bleiben auch bei der Wahrheit. Er starb für eine heimtückische Lüge. Ich würde das keinen guten Tod nennen. Eivor... Ich verbrachte mein Leben damit, den Schaden zu beheben, den er anrichtete. Trotz allem war er mein Bruder. Ohne Ivar können nun endlich Ruhe und Frieden einkehren. Ja. Immerhin etwas. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich ihn in Valhall wiedersehe. Mit der Axt in der Hand. Hm, glaube ich nicht. Die Axt habe ich ihm nämlich verwehrt. So oder so. Er lebte nach seinen eigenen Regeln. Welcher Mann kann mehr behaupten? Er war ein Mann der Widersprüche. Er hat mich oft überrascht und in Erstaunen versetzt. Doch nicht alle Männer leben, um verstanden zu werden. Wir müssen ihn gebührend verabschieden. Ich bereite ein Schiff für seine Verbrennung vor. Bischof, schick eine Nachricht an Königin Angarad, dass ihr Mann durch Verrat starb und Ivar den Preis dafür bezahlt hat. Sobald ich dazu komme. Haben wir von König Ceolwulf gehört? Seine Trauer muss grenzenlos sein. Es hat ihn erschüttert. Und doch macht er neue Pläne für diesen Schier. Ich soll Aldermann werden. Somit erklärt sich Schrobeschier zu deinem Freund und Verbündeten. Und wird es bis ans Ende meiner Tage bleiben. Ich danke dir, Bischof. Gott sei mit dir, Eivor. Wo immer du auch bist. Ah, ich dachte jetzt, der Ober, der hätte Stress gemacht, aber er ist ja zum Glück vernünftig. Jawohl, Bruder. Möge deine Zeit in Valhall eine glorreiche sein. Stifter von Schlachtgesängen. Auf loderndem Wellenross segelt. Der Knochenlose dem besungenen Ruhm entgegen.
Wind weht über das Wasser. Wenn die Schwingen der Schildkröten schlagen, um einen König zu Odins Totenhalle zu bringen. Wahnsinn, das war eine geile Mission, muss ich sagen. Schobeschir verbündet. Ich sollte mich mit Randvieh beraten. So, schauen wir doch mal. Die gute alte Randvieh. Und wieder zwei Fertigungspunkte. So, mal eben schauen, wie viel Zeit haben wir noch. Oh, wir haben ja noch Zeit. So, dann gehen wir mal zu Schobeschir. Oh Gott, ich kann das immer nie aussprechen hier. Schnellreise. Zu Randvieh. Der hat meine Angriffe echt immer gut abgewehrt, der... Ivar, der war echt schnell und drahtig und bissig und alles. War bisher der schwerste Gegner. Okay. Ich glaube, ich kann auch schon wieder ein bisschen was aufmachen hier an Geschäften. Agieren. Jägerhütte. Ah! Baukosten 600. Wieso geht das nicht? Ah, irgendwas fehlt noch hier. Da brauche ich 45. So ein Ärger. Dann bauen wir was anderes. Ich will jetzt unbedingt noch was bauen hier. Hä? 45, eine Schiffswerkstatt. Ah, das ist ja doof. Gucken wir da noch mal hin. Haareshaus. Jetzt fehlen immer diese blöden Güter da. Schade, schade. Okay. Dann ist das so. Verzierung brauche ich nicht. Was können wir hier? Auch 85. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Rutri. Da kommen wir nicht rein. Mit den Gütern sind die aber auch echt geizig hier. Eivor, auf ein Wort. Nö, keine Zeit. Du siehst gut aus. Kann ich dich nicht auch mal anbaggern? Du Wir auch. Wir haben ein Bündnis mit Schobeschir. Allerdings war der Preis dafür hoch. Der junge Chialbert wurde getötet. Ja, ich hörte von meinen Speeren. Solch ein tragischer Tod für zweifelhaften Nutzen. Ich hoffe, du liest seine Mörder bezahlen. Das Recht obsiegte. Man wird sich Chiolberts erinnern. Ich schätzte seine Gesellschaft in unserer kurzen gemeinsamen Zeit. Wahrlich. So.
20 Silber. Ich sollte gehen. Nein, ich will nicht gehen. Ich soll mir die Bündniskarte. Gehen wir nach Granta Brecchia. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Okay, da ist noch East. Oh mein Gott, ist da hier noch viel zu tun, wa? Das geht nicht, aber das geht. Das geht auch nicht. Ach, da ist ja gar nicht so viel mehr. Den habe ich. Den habe ich. Hä? Ist ja alles gemacht hier. Okay, dann gehe ich mit ihr mal. Ich glaube, ich habe es mir anders überlegt. Gönn dir eine Pause, Huntwee. Brechen wir nach Granta Brecchia auf und holen dich aus diesem muffigen Raum raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde, also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir etwas Bewegung. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Folge mir. Ich glaube, ich habe jetzt alles da. Tatsächlich. Ich habe ja so auf den ersten Blick gar nichts gefunden, was ja da noch zu tun wäre. Könnte Gutbahn sein. Einer der unseren. Heute nehmen wir nicht das Langschiff. Wir machen einen Ausflug zu zweit. Ist das ein Problem? Keineswegs. Solange der Wind mich umweht und die Sonne mich kitzelt, ich verbringe viel zu viel Zeit im Langhaus. Wir werden diesen Fluss überqueren müssen. Um oh, die kommt mit aufs Pferd. Falls du einen besseren Weg kennst, lass nur hören. Schwimmen steht nicht zur Auswahl? Schwimmen? Ich weiß nicht. Ist das ein Scherz? Ein Boot oder ein Pferd gehen auch, aber ich habe auch nichts gegen die gute alte Art. Können wir da eine Schnellreise hinmachen? Wo will er denn jetzt ein Granta Brecchia will er hin, ne? Ach, Schnellreise geht nicht, oder? Schnellreise? Geht das mit ihr? Weiß ich nicht. Ach, mit ihr geht das nicht. Ah, shit. Das geht nicht mit ihr. Shit. Ich muss mit ihr tatsächlich den ganzen Weg reiten, wie es aussieht. Denn Reiten geht auf jeden Fall schneller als mit dem Schiff. Also das geht definitiv nicht. Schnellreise kann ich nur alleine machen. Heute ist ein guter Tag zum Angeln. Hier ist es wirklich schön. Da ist sie. Ich war noch nie so weit östlich der Siedlung. Ist das nicht furchtbar? Hältst du Sicherheit für furchtbar? Tag um Tag so eingepfercht zu sein und die Geschichten von dir und deiner Kundschaft anzuhören, ohne es hier selbst zu sehen. Bei den Göttern, riechst du das? Die Erde, die Luft. Es ist so schön hier draußen. Okay, da werden wahrscheinlich jetzt anregende Gespräche kommen.
Das Pferd ist aber ganz schön langsam, wenn sie damit drauf ist. Ist sie so fett oder? Ah, jetzt geht's. Oh, okay, okay, okay. Hier lang. Wir können aber doch über die... Hier kommen wir doch rüber, oder nicht? So, ich glaube, ich muss das Pferd mal ein bisschen schonen. Der ist gleich schon am Ende hier, der Gaul. So, Randvieh, jetzt erzähl mal, lass mir ein bisschen flirten hier. Was ist das? Hierher zog sich das Sommerheer zurück, als Ganterbrück verloren war. Sie haben die Stadt offenbar vollends umgesiedelt. Ja, in der Tat. Ich kenne die Karte dieser Gegend nur zu gut. Doch es selbst zu sehen, lässt es erst wirklich lebendig werden. Ein römisches Wunder. Diesen Ort werde ich so schnell nicht vergessen. Ach, da kommen wir rüber. Ah, ja. Da wären wir. Willkommen in Granterbrück. Wir sollten uns direkt zum Langhaus begeben. Es ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Urig, holzig, wunderschön. Und alles sieht so neu aus. Unter Somas Führung hat der Sommer hier dieses kleine Dorf zu einer großen Stadt wachsen lassen. Sie brauchten einen Handelsknoten nahe Lund und sie wollten einen Ausgangspunkt für Überfälle in Wessex bauen. Wirklich beeindruckend. Und es gibt ein paar außergewöhnliche Bauwerke. So, kommt sie mit? Ich hoffe doch, ne? Ich würde das Tor unter den Tisch trinken. Sieh mal eine an, wenn das nicht Eivor ist. Es ist lange her, seit du das letzte Mal hier gewesen bist. Ich kenne dich. Ja, kommt so. Du bist einer von Somas Getreuen. Magni, nicht wahr? Ja, genau der bin ich. Schön, dich wiederzusehen. Das ist Randvi, eine gute Freundin und standhafte Kämpferin. Sei gegrüßt, Randvi. Eivor hat offenbar die Gabe, sich mit wunderschönen Frauen anzufreunden. Nun ja, das ist mir ebenfalls aufgefallen. Ich hätte hier mehr Menschen erwartet, Magni. Ist etwas vorgefallen? Soma ist mit einigen unserer Krieger gen Westen gezogen. Sie erhofft sich davon einen neuen Handelsweg nach Oxenafort. Doch nun, in diesen schwierigen Zeiten, musste ich erkennen, dass ich nicht der Stellvertreter bin, der ich zu sein hoffte. Schwierige Zeiten? Oh, eine Räuberhorde hat sich in der Nähe eingenistet. Östlich von hier. Direkt am Ufer. Sie greifen sämtliche Händler an, die über den Fluss oder die Straße zu uns kommen. Das hat sich schnell herumgesprochen und die Händler bleiben fern. Das könnte die Stadt zugrunde richten, wenn es zu lange andauert. Mich hat es bereits erwischt. Diese Hunde haben gestern mein Pferd gestohlen. Und was willst du? Wir kümmern uns um sie, Magni. Und wenn wir dein Pferd nicht finden, stehlen wir dir eben ein neues. Was für eine Erleichterung. Ich selbst kann euch keine Belohnung anbieten, aber die Räuber sicher schon. Nehmt euch von ihnen, was ihr könnt. Gut, betrachte das als erledigt. Eivor, komm, wir müssen ein Lager plündern. So, schalte die Räuber aus. So, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir aber erstmal einen kleinen Boxenstopp und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert den Kanal, das ist immer noch kostenlos und macht reich und schön. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.